so, Stefan, wie könnte es anders sein? Der Morgen war komplett durch. Deswegen versuchen wir mal hier das Intro zu machen. Wo fahren wir gerade hin? Was steht heute an? Wir fahren ins Gym. Wir treffen Sascha Huber. Und wir werden heute ein Format mit Sascha Huber für seinen Kanal drehen, wo wir den MMA-Sport für ihn beleuchten, ihm eine kleine Einführung geben, die verschiedenen Aspekte präsentieren. Es wird komplettes Training, Ringen, Striking, bisschen Bodenkampf. Er wird ein paar Fragen stellen. Es wird lustig. Direkt aus dem Dschungel importiert. Wir haben ihn schon eingekleidet mit den richtigen Klamotten. Er hat sich schon eine Frühstücksschneise durch das Frühstücksbuffet durchgeschnitten und er ist jetzt bereit für unser Workout. Ja, also ich bin jetzt bereit fürs Workout, muss ich sagen. Extra enges Shirt schon bekommen, damit meine Muscles halbwegs gut aussehen neben Stefan. Absolute Maschine, muss man echt mal sagen, wenn man den in Real Life sieht. Ja, hätte ich das vorgewusst, wäre ich nicht gekommen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt schauen wir mal, was wird. Freue mich drauf. Deswegen seid gerne mit dabei. Es wird wild. Let's fucking go. Hast du schon Erfahrung im MMA-Sport gesammelt? Ah. Null? Nix. Doch, ich war ringen. Ich war einmal ringen und an das will ich nicht mehr denken. Ich werde dir ein paar Sachen zeigen, worauf es ankommt. Wir werden ein bisschen zusammen trainieren. Ich werde dir einfach den Aspekt des Strikings näher bringen und dann natürlich gehen wir systematisch nach vorne über den ringerischen Aspekt zum Bodenkampf. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Und dann kämpfen wir gegeneinander. Sicher. Genau, so machen wir es. Das darf nicht fehlen. Genau. Aber das machen wir zum Schluss, glaube ich. Das machen wir zum Schluss, das genau. Das ist eine gute Entscheidung, glaube ich, dass wir genau. Das zum Schluss machen. Natürlich, wie vor jedem guten Kampf, jetzt mal wiegen, oder? Erstmal wiegen. 85,7. Massephase. Aber dafür muss ich echt mal dazugeben, dicker Bauch. Ja. Scheiße. Gehört auch dazu. Aber, Freunde, es ist wichtig zu wissen, auch bei Bodybuilder, auch mal Bulking-Phase, und das gehört dazu, wie Stefan sagt. Viele zeigen sich auf Instagram immer nur, ja, perfekt, in einer perfekten Shape. Aber wenn man mal Massephase macht und das macht, ganz wichtig, da schaut man auch mal so aus. Das dürft ihr nicht vergessen. Und deswegen schauen wir, ob wir in der gleichen Gewichtsklasse sind. Ja, sind wir. Ja, sind wir. Aber du machst es super. Ich muss sagen, der Geruch, du kommst in das Gym da rein und es stinkt so krass. Ja? Aber das Ding ist, das ist geil. Ja. Das ist einfach, du kommst sofort in den Modus, in die Höhle rein und plötzlich denkst du dir, okay, so läuft's hier. Es riecht natürlich nach Training hier, aber es wird natürlich zweimal am Tag das Ganze hier desinfiziert, worauf ich hinaus möchte. Es stinkt zwar, aber es ist sauber. Es stinkt so, aber es ist sauber, genau. Die erste Frage ist, hast du Angst vor deinen Gegnern? Also, ich komme natürlich, um meinen Gegner K.O. zu schlagen, zu submitten oder den Kampf zu beenden auf jeden Fall. Aber man hat natürlich Respekt vor seinem Gegner. Man ist sich bewusst aus der Erfahrung von anderen Kämpfen und seiner eigenen Erfahrung, was passieren kann. Deswegen ist natürlich eine gewisse, gesunde Aufregung da. Man kann diese Energie für sich nutzen. Wenn man sie nicht für sich nutzen kann und keinen Weg dafür findet, wird sie gegen dich arbeiten. Das heißt, dieser mentale Aspekt ist 60-70%. Schönen guten Morgen. Hat vom Hauptbahnhof bis hierher 3 Stunden gebraucht. Hey, was geht, Sascha? Hi. Was geht, Max? Hey, hey, servus, Sascha. Hey, was geht ab? Hey, was geht ab? Hey, beim Warm-up machen wir uns immer kampfsportspezifisch warm. Das heißt, wir nutzen natürlich Bewegungen, die wir im Kampfsport auch nutzen. Ich mache das ganz gerne mit Schattenboxen, ganz easy, dass man sich bewegt. Sind das die klassischen MMA-Handschuhe, die man auch im Kampf anhat? Nee, das sind Trainingshandschuhe. Die Distanz ist entscheidend beim MMA. Das heißt, du kämpfst in einer anderen Distanz als im Kickboxen oder zum Beispiel Boxen. Ich kann euch den Athlete Stack empfehlen. Er enthält alle essentiellen Vitamine und Mineralien. Er beugt potenziellen Mangelerscheinungen somit vor. Ihr seid optimal versorgt. Mit dem Code HEA100 gibt es 10%. Versuch's immer, alles relaxed zu machen, genau. Deine Base ist ganz entscheidend. Das heißt, dass du eine weite Base hast, dass du stehst, dass du dein Körpergewicht in der Mitte hast. Max, bist du bereit? Wofür? Für den Kampf. Selbstverständlich. Heute ist ein großer Kampf. Es ist soweit. Stefan gegen mich. Stefan, starte Sascha. Bring mich schon so. Sowohl als auch. Jab, Frontkick, zurück, okay? Für den Frontkick kennst du ja bestimmt, hast 300 hast du angeschaut, wo er den anderen in die Grube ja, reinkommt, genau. Diesen Frontkick, genau, das ist Sparta, genau. Zack, bam, bam. Dein Knie ist der Schlüssel, okay? Ja, besser. Und versuch, wenn du mich weggepusht hast, nicht nach vorne zu fallen, sondern immer wieder sauber in die Grundposition zurückzukehren. Das ist ganz entscheidend. Okay. Und wieder zurück. Jawohl. Jawohl. Ja, sag ich das gern. Ja, ja, das tut nur so bei ihm. Kann ich mal atmen. Das waren erst die ersten Übungen. Scheiße Schnee. Jab, kommt raus. Deine Führhand ist immer dein Messwerkzeug. Damit verstehst du Distanz mit deinem, ja. Deiner linken Hand, genau.
Wenn du hier bist und ich bin hier, weißt du, der Low Kick trifft. Nutzt du die volle Länge um die Rotation, also antagonistisches System, links schlägt, Rotation. Antagonistisches System? Ja, halt mal lieber. Zack, zack. Genau, Jab. Ja, besser, viel besser. Ja. Jetzt, wieso hast du mit dem MMA-Sport angefangen? Ich habe Sport immer schon geliebt, bin von meinem Vater dazu erzogen worden, unendlich viele Sportarten zu machen. Je mehr der Junge zu tun hat, desto weniger Scheiße kann er bauen. Also ich habe Golf gespielt, Tennis gespielt, Triathlon gemacht, Handball gespielt, Snowboardrennen gefahren, Skirennen gefahren. Ich bin halt reingewachsen als Athlet. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, so viele Facetten von Leistungssport kennenlernst, damit du dann später entscheiden kannst, ja, was mache ich, worauf habe ich Bock. Geil, geil. Props an den Vater, dass er das genau, mit dir gemacht Props hat. An den Vater. Der hat's gut gemacht. Ich habe halt irgendwann einen MMA-Kampf gemacht und da habe ich gemerkt, boah, das ist es. Das ist noch was ganz anderes gewesen. Boom, er trifft mich. Ich bin jetzt gar nicht gekommen. Und schon wieder. Kickt er mir. Oh, Stoß. Weg. Boah. Ja. Boom. Stoß weg. Zu lange, aber denk mal. Sorry. Ey, kurz mal echt, das war nicht bewusst. Ey, ist ohne Spaß, also wenn man kurz mit den Gedanken nicht bei der Sache ist. Wo warst du mit den Gedanken? Beim Frühstücksbuffet? Ja. Ja? Stefan? Ja? Wie macht sich Sascha? Sehr gut. Man sieht halt einfach, dass er ein Athlet ist, dass er regelmäßig trainiert. Spürst du jeden Kick? Spürst du jeden Faustschlag ins Gesicht, in den Bauch? Oder sagst du, Fokus? Nee, ich würde sagen, es ist kein echter Schmerz in dem Sinn. Natürlich merkst du, dass du physisch Schaden nimmst in dem Moment. Du merkst zum Beispiel anhand von Mobilität, wenn ich viele Kicks auf mein vorderes Bein bekomme, merke ich, meine Mobilität ist eingeschränkt. Es kann schon wehtun. Dann machen wir jetzt mal so ohne Vorwissen, okay? Mhm. Wir zwei ringen jetzt. Ja. Revier markieren. Zieh das Knie zu deiner. Hol dir nochmal ein Bein. Hol dir nochmal ein Bein. Hol dir nochmal ein Bein. Ja, 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 weiter. Glaub an dich. Stefan, du bist ein Schwein. Das bist Saschas Ecke hier, selbstverständlich. Ja, aber lass dich nicht greifen. Du hast den Schwitzkasten, das ist dein Punkt. Easy, easy money. Den Rücken geben, bisschen Rücken geben, genau in die andere Richtung. Oder zieh ihn komplett rüber, zieh ihn zu mir, zieh ihn zu mir. Reiß den Kopf ab. Reiß den Kopf ab. Ja. Wie sieht's aus für Sascha? Kein Problem. Ich kenne das nur zu gut, das ist frustrierend. Was muss ich machen? Gib mir mal einen Tipp, Bruder! Gib mir mal einen Tipp, Bruder! Du kriegst so einfach nur wegdrücken. Ich glaube, ich verliere, Mann! Nimm dir die Energie. Das ist Stefans Stil, das kann er wie kein anderer. Er entspannt sich, macht sich schwer, bis man einfach nicht mehr kann. Was machst du? Das bringt doch nichts. Du stinkst, Mann. Aber er macht es gut, er gibt nicht einfach den Rücken her. Er dreht sich raus, er weiß, das ist Gefahr, ich merke das, gell? Ja! 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 Scheiße! Ja, das bleibt breite Base. Und schau hoch, versuch zur Decke zu schauen. Hände schön festhalten. Hochschauen, hochschauen, hochschauen. Du bist in einer gefährlichen Situation, aber es ist gut, er kann die Triangle anschauen. Ja, pass auf deinen Arm auf. Drück die Beine weg. Runter, runter. Nicht den Rücken geben. Dreh dich zu ihm, dreh dich zu ihm, dreh dich zu ihm. Ja. Krankenwagen kommt schon. Zu meiner Verteidigung, wo waren die Tipps? Ja, ich hab schlecht gekocht. Ja. Tut mir leid. Wie
immer Seilspringen für die koordinativen Prozesse. Ich nutze die Everjump-Sprungseile, sind hochwertig verarbeitete Sprungseile. Ihr könnt die Seilstärke wechseln und somit die Intensität auch wechseln für euer Workout, zum Warm-up, während des Trainings, für Intervalle. Es gibt auch vorgefertigte Workouts mit der App. Ist immer geil, was Fremdkonzipiertes abzuarbeiten. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Macht mega Bock. Ist ein geiler Reiz für den Körper. Ihr schult eure Dynamik damit, eure kardiovaskuläre Auslastung gut gewährleistet. Mit dem Code T800 könnt ihr 10% sparen. Wir machen jetzt einen Kampf, einen richtig krassen Kampf. Es geht um alles. Ja, wir wollen sehen, wer ist der Stärkere. Hau ihn richtig in den Bauch. So, jawohl. Damit der Rechte mal hochzieht. Links. Ja. Jetzt. Aber Stefan wird auch mal zum Körper gehen. Oh, Scheiße. Ist da wieder rausgesprungen. Ja? Und wieder rein. Hat's geknackt? Ja. Es ist so raus. Jetzt habe ich noch nie gehabt. Und dann wieder rein. Einfach die erste Attacke von Stefan. Die erste. Und bei mir springt einfach dieses scheiß Knieteil raus, Alter. Boah. Ja, Sascha hat sich leider verletzt. Wir müssen unser... Stefan ist passiert. Ja, Stefan ist passiert. Stefan ist passiert. Wir müssen unser Match unter Freunden leider verschieben. Hast du nochmal Glück gehabt? Ja, ich habe Glück gehabt. Er hat sich leider unglücklich das Knie verdreht oder es ist rausgepoppt und wieder reingegangen. Hat jetzt Schmerzen, macht natürlich keinen Sinn. Ich wollte ihn natürlich nicht verletzen. Ja, ist unglücklich gelaufen, tut mir voll leid für ihn. War krasse Erfahrung, muss ich sagen. Und die Verletzung, ja, passiert leider, gehört einfach natürlich auch zum Sport dazu. Aber soweit, so gut. Also wir will nicht jammern. War eine super Session. Hat viel Spaß gemacht, hat viel wieder gelernt. Trotzdem geile Erfahrung, würde ich auf alle Fälle immer wieder machen. Also wenn ihr sagt, ey, ihr wollt es auch mal testen, lasst euch da jetzt nicht abschrecken. Kommt ins MMA Spirit, probiert es mal aus. Geile Erfahrung gewesen. Gut. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Geil, dass du gekommen bist und uns besucht hast. Ja, Mann.